So, Freunde, heute wird's echt haarig. Nein, nicht so. Es wird eher, was weiß ich, zum Schießen. Oh, fuck. Hallo, Freunde! Ja, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Viele von euch werden es gehört haben, die 14-jährige Alissa aus Eichwalde, die vom 20-jährigen Maurice M. niedergestochen wurde. Die Geschichte, das möchte ich gleich vorweg sagen, ist tragisch. Es ist das Grausamste, was es gibt, wenn Eltern ihre Kinder verlieren, ohne Frage. Was ich möchte, ist hier jetzt mal auf die Berichterstattung zu sprechen kommen. Denn wie so oft ist auch hier schnell ein Sündenbock gefunden. Haha, bloß gut! Wäre ja scheiße, man müsste sich um Gottes Willen, man müsste mal drüber nachdenken. Das wäre, oh, ne, ne, ne. Tja, aber dafür sind wir ja. Da. Manchmal. Manga-Fan tötet 14-Jährige. So preschen einschlägige Medien gerade nach vorn. Verunglimpfen mit wildesten Spekulationen einmal mehr ein ganzes Genre und seine Anhängerschaft und rennen dabei gehörigst gegen Wände. Da heißt es zum Beispiel: Messernarben auf dem Körper, Haare und Augen wie die getötete Alissa. Diese Zeichnung stellte der Killer 2 Monate vor ihrem Tod ins Netz. Genau, das wird's wohl heißen. Das heißt aber auch, ich habe hier das unfassbare Werk eines Mörders. Oder es handelt sich um Mato aus Black Rock Shooter. Die Zeichnung ist also weder von ihm noch handelt es sich dabei um ein Möchtegern-Indiz. Lediglich verspekulierte Panikmache. Gut, wenn man einmal so einen Sündenbock hat, tritt man doch weiter auf ihn ein, während er wehrlos am Boden liegt. Trauriger Held, so stellt sich Maurice M. als Manga-Junge dar. Ja, fast. Auch bekannt als völliger Bullshit. Glückwunsch an die Redaktion. Auch das ist keine Zeichnung des Beschuldigten, sondern Sasuke Uchiha aus Naruto. Ich wiederhole nochmal, weil ich nicht will, dass es hier falsch aufgefasst wird. Ich will hier nichts beschönigen. Die Tat als solche ist schrecklich und muss geahndet und bestraft werden. Ohne Frage. Aber ich glaube, ich kack ins Essen, wenn ich so eine Grütze sehe, die hier wieder abgezogen wird. 2 Dinge. Eltern, die so etwas sehen, die keine Ahnung vom Genre haben, lassen sich davon auch manipulieren. Finden diese dann Naruto, Manga, Anime, Wallpaper oder eben von BlackRock Shooter bei ihren Kindern? Das hagelt Vorurteile, Streit, Verbote. Das erzeugt Panik zu Hause. Was soll das? Und zweitens, diese ewige Sündenbock-Scheiße. Warum beschäftigt sich hier niemand mit echten Gründen? Warum beschäftigt sich niemand damit, wie hätte man effektiv verhindern können, dass es dazu kommt? Wie schützt man Personen im Netz? Oh ja, sorry, dieses Internet. Darum muss sich doch keiner wirklich kümmern. Wie hätte man auch präventiv mit jemandem wie Maurice M. arbeiten können, dass er nicht zum Täter wird? Dazu kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung nur eine Sache sagen. Hauptsache, in einer schulpsychologischen Beratungsstelle arbeiten 4 Vollzeitkollegen für 20 Schulen. Genau das sind die Probleme, die man angehen sollte. Prävention und Intervention. In modernen Medien wie dem Internet und genauso mit Leuten, die offensichtlich Probleme haben. Und die dann schon in der Schule, einem Umfeld, das sich darum kümmern kann, erkannt werden. Aber da wird es plötzlich unangenehm und das ist nicht so leicht zu schlucken wie irgendeine Manga-Hetzjagd. Was sagt ihr dazu? Habt ihr was von der Berichterstattung mitgekommen und seid genauso fassungslos gewesen wie ich? Was haltet ihr von dieser Sündenbockblase, die sich immer wieder aufbaut? Eure Meinung dazu? Ab in die Kommentare. Wo wir es kurz angesprochen haben, lasst uns gleich beim Thema Schule bleiben. Aktuell geistert ein Brief eines Vaters an seine Tochter durchs Netz, der öffentlich die deutsche Schulsystematik an den Pranger stellt. Immer mehr, immer schneller. Gymnasium ab der 5. Klasse, 6 Fächer in englischer Sprache, Abi mit 16 oder 17 und Bachelor am besten noch, bevor man 20 ist. Und dann ab in die freie Wirtschaft. Kind sein? Keine Zeit! Samstag und Sonntag sind nur Tage, um sich auf Montag und Dienstag vorzubereiten. 35 Jahre Burnout, 40 Jahre... Schicht im Schacht. Hey, das ist doch super! Für die deutschen Rentenkassen auf jeden Fall. Aber jetzt mal ehrlich. Die kindliche und vor allem kindgerechte Entwicklung und Entfaltung von Kompetenzen gehört zu den wichtigsten Entwicklungsschritten überhaupt im Leben eines Menschen. Tja, leider wird die dank genialer Pläne wie Turbo-Abi und Schulzeitverkürzung mit Füßen getreten. Freizeit immer mehr überbewertet. Jugendliche leiden an Belastungen, die dem psychosomatischen Stresslevel eines Mitte-40-Jährigen entsprechen, der seinen Job hasst. Henning Susebach, so der Name des Vaters, versucht hier in diesem Brief seiner Tochter zu erklären, dass sie viel mehr ist als nur die Summe ihrer Leistungen. So wie ihr alle. Und das ist nicht nur ein toller Satz. Das ist etwas, was man in unserer Gesellschaft erstmal wieder verstehen muss. Er sieht ganz klar, dass seine Tochter kein individuelles Mädchen mehr ist, sondern ein Mitglied einer Leistungsgesellschaft, in der du entweder spurst und mithältst oder fallen gelassen wirst wie ein wertloses Objekt. Susebach fragt sich selbst in diesem Brief auch, wo sind die Querköpfe, die Querdenker, wo sind die Nervensägen hin? Wer hat die aussortiert? Tja, in einer
Welt, wo jeder sofort mit dem Förderbedarf Lernen abgestempelt wird, wird aus individuell ganz schnell Lernen behindert. Ich habe euch den Link zu diesem Brief in die Videobeschreibung gepackt. Schaut euch den nach dem Video hier auf jeden Fall mal an. Ich für meinen Teil feiere den Brief nicht nur, ich kann auch noch extrem mitfühlen. Ich für meinen Teil weiß auch, was mit Querdenkern passiert. Ich war nicht umsonst auf 4 Schulen. Das passiert hier allerdings nicht so schnell, weil man dumm ist. Das passiert viel schneller, wenn man nicht ins Bild passt. Ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare dazu. Kennt ihr dieses Gefühl? Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Ab in die Comments, wenn ihr die Diskussion spreaden wollt. Quasi das Splash-Damage der Diskussionsrunde. Teilt das Video oder gebt einen Daumen hoch. Umso mehr Leute auf die Themen aufmerksam werden, umso mehr Leute beteiligen sich an der Diskussion. Würde ich mich freuen. Und bis dahin! Yo, Freunde der Jonne! Vergesst das mit der Sonne. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt schon mal ein traumhaftes Wochenende. Gönnt euch mal ein bisschen Spaß. Let's in order. Wenn euch aber ein Video gefallen, du genau wissen, was zu tun, wenn du nicht schon getan haben. Vielen lieben Dank dafür. Bis dahin, wir sehen uns am Montag schon wieder. The Floyd Army, es war mir eine Ehre, ein Video für sie gemacht zu haben. Kommando, Tittehutgas. Und tschüss.